Geschätzte Gottesdienstbesucherinnen und Besucher, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem sehr speziellen Gottesdienst am Heiligabend. Es ist vom Sofa aus für die einen, für die anderen vielleicht vom Tisch, wo wir gut gegessen haben. Andere werden vielleicht zuschauen aus Krankenzimmern und direkt vom Bett aus. Für uns ist es eine Freude, dass wir mit Ihnen wenigstens auf die Art und Weise Gottesdienst feiern können. Also kommen Sie mit hier in unsere Kirche in Bethschwanden. Lassen Sie uns miteinander feiern, dass Gott Mensch geworden ist. Und er wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Güte und Wahrheit. Mit diesem Wort aus dem Johannesevangelium herzlich willkommen zu unserem Spätgottesdienst zum Heiligen Abend hier aus der Kirche in Bethschwanden. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Wie gerne möchten wir uns fallen lassen in den Trost der guten Nachricht von Weihnachten, in die Freude an deiner Geburt. Wie gern möchten wir darauf vertrauen, dass du längst den gesandt hast, der in Elenden Recht spricht, der den Armen hilft gegen ihre Bedränger, der Welt großen Frieden bringt. Aber immer noch schreit uns die Erde ihr Leid entgegen und immer wieder nisten sich die Zweifel in uns ein. Gott, sieh du unsere Sehnsucht, heile du unsere Zerrissenheit, lass Gerechtigkeit und Frieden wachsen in dieser Welt. Erbarme dich über uns. Amen. Erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinus Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er hörte zum Haus und zum Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt David, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger.
Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Da war kein Platz in der Herberge. Liebe Gemeinde, in jedem Gottesdienst hören, reden und singen wir von ihr, nämlich von der Welt Gottes. Und in jedem Lied, in jedem Gebet ist sie schon da, die Welt Gottes. Sie wird ja nicht nur vorgelesen, gehört oder besungen. Nein, wir üben uns darin, unsere Welt im Licht Gottes zu betrachten. Tun wir das, dann werden wir beschenkt. Es öffnen sich Räume in ein anderes, vielleicht auch neues oder auch andersartiges Verstehen. Verschlossene Türen öffnen sich, andere Wege werden sichtbar. Die Worte und die Melodien, das sind Geschenke, die den Himmel für uns sprechen lassen, die sich in unserem Leben entfalten wollen. Ja, wir werden getragen, gelegentlich auch weit weg getragen, zurück in eine Zeit, hinein in ein Gefühl der vollständigen Annahme. So passiert das oft an Weihnachten. Und sind alle anderen Feste und Tage unwichtig, Weihnachten trifft da etwas in unserer Sehnsucht. Es ist dieses Gefühl oder auch die Sehnsucht danach, nach Heilung, nach Frieden auf Erden, Frieden in mir und Frieden mit mir. Weihnachten ist das Fest, da trifft es die Sehnsucht der meisten. Weihnachten wächst die Sehnsucht hin in eine Heimat, die vielleicht dann auch schon ein wenig zu schön oder zu golden gemalt wird in der Erinnerung. Die Familie, in der man aufgewachsen ist und wo man durch seine Eltern das Leben und die Welt kennengelernt hat, wo man sich in ihnen spiegelt und in ihrer Geborgenheit ruht, das ist ein Haus, das man auch verlassen muss irgendwann. Man muss sich lösen. Man kann nicht immer da bleiben. Es gehört ja dazu, erwachsen zu werden, dass man allmählich in einem größeren Zusammenhang die Dinge sieht als den einer Familie. Es gehört auch dazu, dass man sich selbst als einen Menschen unter vielen sieht, wenn die Welt auch unüberschaubar und groß ist. Die Frage ist jetzt die, diese Sehnsucht an Weihnachten, können wir in diese Geborgenheit zurück, von der die meisten nur eine Erinnerung haben? Haben wir wirklich in uns noch dieses Gefühl, zu Hause zu sein? Ist diese Welt ein Ort, wo wir uns geborgen fühlen? Oder begleitet uns die Kälte der Heimatlosigkeit, ohne Gewissheit einer Liebe, die immer die Tür offen hält und die uns umarmt und trägt, wenn wir da sind und uns nicht selber tragen können? Mir hat die Weihnachtsgeschichte nach Lukas in diesem Jahr eine neue Perspektive eröffnet. Gottes Sohn hat zu seiner Geburt keinen Ort. Die Welt als Herberge hat keinen Platz für einen Gott, der Mensch wird. Daher geschieht alles am Rand, da wo eben Platz ist. Mag der Kaiser in Rom sein, sein Statthalter in Syrien, Bethlehem ist keine Hauptstadt. Und seine Botschaft richtet sich an die Schwachen, an diejenigen, die entrechtet sind, an die Flüchtlinge und Migranten, Verzweifelte und Hoffende, an all diejenigen ohne Lobby und ohne Einfluss, aber mit dem Bedürfnis nach Schutz, Gerechtigkeit und Geborgenheit. Es war kein Platz in der Herberge und ist kein Platz in der Herberge für so viele. Aber ihnen gilt eben das Reich Gottes in besonderer Weise. Diese Verheißung scheint schon durch den Schleier der Weihnachtsgeschichte hindurch. Lasst uns das nicht vergessen in unseren Feiern.
Der Kern der Geburtsgeschichte Jesu ist tragisch, nicht romantisch. Er ist zugleich verheißungsvoll für eben die, die das Schicksal des Christkindes teilen. Und neben Krippe und Windeln sind das die Zeichen. Es sind erst die Hirten und dann die Weisen. Der Bote Gottes und die himmlische Klarheit erreicht die zuerst, für die die Welt keine Herberge bereit hat. Gottes Weg in die Welt beginnt am Rand und kommt zu denen, die wir im Dunkeln nicht sehen. Gott schafft sich selber Platz in der Welt. Gott wird Mensch und lädt uns ein, menschlicher zu werden. So bitten wir Gott, er möge bei uns sein und bleiben, in der Kraft Heiligen Geistes, bis an der Weltenende. Amen. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrscht. Heute ist euch in der Stadt David ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Thank you.
folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Winden gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria und Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde.
Sende deinen Engel zu uns, Gott, ein Engel, der die frohe Botschaft bringt, dass du uns nahe bist. Lass ihn laut rufen, so dass alle hören, die dich in ihrem Leben suchen. Wir bitten dich für die Menschen, die heute einsam und traurig sind, die sich verlassen fühlen. Lass sie im Schein des Engels durch ihre Tränen hindurch die Freude entdecken. Wir bitten dich für alle, die nichts zu essen und die keine Heimat haben, für die Menschen auf der Flucht in ihren Verstecken, schicke ihnen deinen Engel in die dunkelste Nacht. Wir bitten dich für die, deren Herz stumpf bleibt, die nichts mehr hören können vor lauter Weihnachtsgeschrei, die nichts mehr sehen wollen vor lauter falschem Glanz. Lass deinen Engel leise zu ihnen sprechen, damit sie verstehen. Gott, sende deinen Engel heute und morgen und jeden Tag. Miteinander beten wir, wie Jesus uns beten heißt. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft, und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Gemeinde, die Sie jetzt, gleich wo auch immer, mit uns diesen Gottesdienst gefeiert haben. Am Ende eines Gottesdienstes ist es üblich, dass wir eine Kollekte zusammentragen. Jetzt wäre das natürlich eine sehr virtuelle Kollekte. Die Kollekte am Heiligen Abend ist bestimmt zugunsten für die dargebotene Hand. Ich bitte Sie einfach, wenn Sie mögen, eine Spende an diese Organisation, an die Telefonseelsorge weiterzuleiten. Es ist uns gerade nicht möglich und der dargebotenen Hand, die einen unschätzbaren Dienst an uns leistet in dieser Gesellschaft, der wäre mit einer Unterstützung sehr gedient. Danken möchte ich vor allen Dingen allen, die diesen Gottesdienst mit begleitet haben. Den Bläsern, den beiden Flötistinnen, Hermann Hurber an der Orgel. Einen professionellen Sänger haben wir gefunden, den Michael Blume, der so freundlich war, mit uns die Choräle zu singen, Sie vielleicht zu Hause, weil wir nicht miteinander singen können. Wir wollen alles, diese Nacht und alle Tage unter den Segen unseres Gottes stellen. Gott aber segne euch und behüte euch. Gott lasst leuchten sein Angesicht über euch und sei euch gnädig. Gott hebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. So segne und behüte euch der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.